MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wie angekündigt, wollen wir jetzt auf dem Hauptaccount doch nochmal so einen abgefuckten Team of the Season-Spieler holen. Ich habe gerade übrigens auf dem EA-Twitter-Account gelesen, dass es ja echt 50.000er Packs gab. Ja, das ist halt immer das Problem in Thailand. Also in Deutschland habe ich eigentlich immer alles mitbekommen. Aber hier habe ich das ehrlich gesagt überhaupt nicht mitbekommen. Sonst hätten wir wahrscheinlich da auch mal was gezogen. So, diese Jungs sind hier auf jeden Fall drinne. Ich meine, da ist es ja fast egal, wen du ziehst. Die sind ja echt alle ganz geil. Und ja, deswegen wäre es mir auch relativ egal, wen ich da ziehe. Aber müssen wir halt erstmal ziehen. Na gut, es wäre natürlich schon relativ hart, wenn du halt nur einen Marshall oder einen... Na, keine Ahnung, eigentlich nur Marshall. Wenn du so einen Marshall nur ziehen würdest, wenn du hier prinzipiell noch genug andere Spieler ziehen könntest. Aber ich meine, ich würde mich selbst darüber freuen. Hauptsache, was Blaues und gut ist die Sache, dann ist unsere Team of the Season Challenge auch erstmal abgeschlossen. Nämlich so einen scheiß Team of the Season Spieler zu ziehen. Team of the Year hat ja relativ gut funktioniert, aber Team of the Season bisher, na, ist noch nicht so ganz pralle. Okay, ziehen wir mal das erste Päckchen. Ich werde das jetzt mal so durchziehen mit dem hier Augen zumachen und so, weil, ja, hat mir ja mal Glück gebracht. Wäre mal ganz nice. Und vor allem, ich weiß gar nicht, bei dem 25er Packs gibt es da auch eine zweite Seite. So, ich gucke jetzt mal hin. Nee, noch nicht. Ich habe gerade noch den goldenen Ball gesehen, aber ich glaube, jetzt kann ich gucken. Und das sieht mir erstmal relativ scheiße aus. Ja, ist auch scheiße. Okay. Hätten wir hier Jeru oder so eine Kacke. Adebayor, Yavi Fuego, Verdu. Nee, Verdu. Sieht so aus, aber ist ja kein Franzose. Franzose, ja, ist kein Franzose. Der Huntela, Teboro oder sowas. Digar, Saivet. Keine Ahnung. Paulinho, Jung, Kaminski und der Jones. Jo, die können wir eigentlich alle mal dezent abstoßen. Jo, die bringen alle nix. Kriegen wir wenigstens ja, 4,5k wieder. Ist ja mal immerhin etwas. So, dann schnappen wir uns jetzt mal direkt... Ah, nehmen wir mal einen 7,5er zwischendrin. Das bringt vielleicht Glück. Wer weiß schon. Wer weiß. Komm, hier nochmal ein Shiravi vorne drauf. Ja, da gucke ich jetzt natürlich hin, weil 7,5er, ne? Wird doch eh nix. Na, scheiße. Ich wollte es drauf ankommen lassen, dass dann vielleicht mal was kommt, wenn ich mal negativ rede. Aber nein. Montolivo, Nagatomo und der Russe. Was? Russilon oder keine Ahnung. Alles in Ordnung hier. Nehmen wir noch ein paar Verträge mit. Ja, hier kann ich wenigstens Verträge und Fitness mitnehmen. Bei den anderen Scheiß-Packs geht das ja nicht. Aber naja. So, Spielerverträge mitgenommen, Fitness mitgenommen. Komm, push dich. Hopp. So, sehr schön. Rest kommt wieder auf den Scheiterhaufen. Ab mit dir. Und jetzt ziehen wir mal das nächste Päckchen. Das nächste 25k Päckchen. So. 25k. Ab geht er. So. Und jetzt mache ich mal die Äuglein zu. Und dann gucken wir mal, was da diesmal draus wird. Irgendwer ist jetzt hinter mir. Das macht mir ganz schön Angst. So, jetzt gucke ich mal wieder hin. Und ja, jetzt habe ich gerade hingeguckt, wo es schon zu Ende war. Mit dem Theo Wahlcode um Atsu und einem Alex Fernandes. Ja, der Wahlcode, der bringt, glaube ich, noch so, keine Ahnung, 2000. Bringt er uns vielleicht noch C. Roberto, Lucio, Walcott, Necit, Stocker, Holland, 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 Moreno, Ganso, Isla, Alex Fernandes, Natko und Atsu. Ja, gut, alles Müll, glaube ich. Den hier können wir ja mal listen, wird eh nichts bringen, aber warum nicht? Und ja, wie gesagt, den Wahlcode nochmal. So. Anbieten, den machen wir aber mal auf 6 Stunden. Ja, das geht klar. Ab mit dir. Und auch die dann wieder weg. Ja, diese Picks gefallen mir eigentlich überhaupt nicht, weil... Ach, keine Ahnung. Irgendwie, ich weiß nicht. Die sagen mir nicht zu. Aber ich habe es ja versprochen, also muss ich die Scheiße auch ziehen. Okay, jetzt hier gleich nochmal das nächste hinterher. 25k, ab geht er. Ich lasse jetzt einfach die Augen auf. Scheiß drauf. Wird doch eh nix. So, Team of the Season mit 2 Blitzen. Nee, es wird natürlich was. Was richtig Heftige wird. Und auch einfach Gummis. Zanetti, Genie und Gummis. Die hätten wir lieber machen sollen, mindestens 3 glänzende Spieler. Das fände ich ein bisschen besser. Dass, wenn man Glück hat, vielleicht noch 1 oder 2 mehr kommen könnten. Aber so mit 3 fest, finde ich irgendwie kacke.
Ja, Leroy Fair hier noch. Ja, Volland, jetzt zieh ich dich, du fette Sau. Aber vorher nicht, ne? Ist klar. So, ansonsten hier Kastania auch noch mit dabei. Ist klar. Hier gleich mal zwei Team of the Season Most Consistent Spieler in einem Pack. Nur ist das Team leider nicht mehr aktiv. So, den Rest können wir wieder wegschmeißen hier. Und dann gucken wir mal weiter. Würde ich sagen, schnappen wir uns gleich das nächste Päckchen. Irgendwann mal. So. 7 Stück noch. Ja, 7 Stück hört sich ja toll an, aber ob das auch so toll ist, ist halt leider Gottes die andere Frage. So, Team of the Season. Ich meine, Pack-Design haben sie ja sehr schön gemacht, aber irgendwie haben sie den Algorithmus ein bisschen abgefuckt. Der läuft bei mir einfach nicht mehr. So, haben wir hier Lichtsteiner, Dumbia und Navas. Alles scheiße. Storari, wat ne Scheiße, Cvitanic. Keine Ahnung. Jedenfalls ganz schön viele Argentinier hier. Bergesio, Morales, Martin, Dumbia, Mikel oder Michel oder sowas. Finn Bogason, ja, der nächste Most Consistent Spieler. Santana und Gargano. Ja, ich denke mal, auch der wird hier nichts mehr bringen, aber komm, einfach mal listen, ist ja ein Silberspieler, kann man mal machen. Und der Rest wieder auf den Müll. So, jetzt müssen wir, glaube ich, noch 6er haben. Dann ziehen wir jetzt direkt noch eins und danach machen wir erst nochmal eine kleine Umgucktour. So, kaufen wir erst nochmal das Päckchen hier. Und dann gucken wir uns nochmal ganz kurz auf den Transfermarkt um. Schauen einfach mal. Ich weiß auch nicht, vielleicht überlegen wir auch noch ein bisschen, was wir so an Teams bauen. Na, gucken wir gleich mal. So, Santi Cazorla sieht vom Rating her schön aus, ist aber kacke, weil der auch nichts bringt, der Junge. Also so gut wie gar nichts. Bringt natürlich schon ein bisschen was, aber nicht viel. So, mal gucken. Aktuell 9:30. Dann machen wir den für 12 Stunden drauf. So, ab mit dir. 150. Vielleicht will dich ja irgendwer haben. Ich will dich nicht haben. Bitch Bamiyang auch nochmal mit drauf auf die Transferliste. Und den Cahill, den wollen wir nicht haben. Den brauchen wir nicht. War der nicht mal was anderes? War der nicht mal Stürmer oder so? Ich habe irgendwie eine Erinnerung, dass der mal Stürmer war. Naja, ist ja auch Latte. Bulut haben wir hier noch. Der alte Orion, den kennen wir ja auch noch. Und sonst nur Scheiße. Ja, Rest können wir wieder wegschmeißen. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz auf den Transfermarkt und schauen nochmal ganz kurz ein paar Preise nach. So, komm, push dich. Ich überlege gerade. Ich will zum Beispiel noch Cech kaufen. Coleman will ich wahrscheinlich noch kaufen. Eventuell Baines, Touré. Wir müssen mal gucken, was wir da noch so kaufen. Also wir werden noch einige Spieler testen, keine Angst. Aber ich gucke immer zeitmäßig, wann wir was kaufen. Und ich überlege jetzt echt nochmal erstmal aufs Bundesliga-Team of the Season zu warten. Weil, ja, ich hoffe einfach mal, dass dann der Preis nochmal schön droppt. Weil alle geil sind aufs Bundesliga-Team of the Season. Ich bin echt mal gespannt zum Beispiel, ob so ein Ribéry reinkommt. Nichts gegen Bayern oder sonst was, aber ich finde, diese Saison hätte das nicht unbedingt verdient gehabt. Also so pralle spielt er diese Saison, glaube ich, auch nicht. Also jetzt auch von den zählbaren Werten her. Ich kann ja mal ganz kurz gucken, interessiert mich nämlich selber mal. Ich gehe mal auf transfermarkt.de und gucke mir mal seine Statistik an. So, transfermarkt.de, da sind wir. Gerüchteküche, BVB an Swansea-Stürmer Boney interessiert. Aha, okay. Neues Gerücht für mich. Ja, Boney ist natürlich schon eine Kante. So eine schöne Kante in der Bundesliga. Wer natürlich. Ja, ich weiß nicht, wie der mit dem Ball umgehen kann. Da habe ich halt keine Ahnung. Was? Gerüchte. BVB bietet angeblich 15 Millionen Euro für Immobile. Wie die italienische Sky. Was? Wie der der italienische Sky-Reporter und Transferexperte Gianluca Di Marzio berichtet, macht Borussia Dortmund beim Werben um Stürmer Ciro Immobile ernst. Demnach bietet der BVB 15 Millionen Euro für den 24-Jährigen, dessen Transferrechte bei der. Was? Bei den Granata und Stadtrivale Juventus Turin liegen. Die Dortmunder haben das Angebot laut Di Marzio jedoch direkt an Juventus gerichtet, da man überzeugt sei, dass die alte Dame die Teilhabe bla bla bla. Gut, jetzt kommen wir aber mal zu Ribéry, was viel wichtiger ist. Spekulationen gibt es ja immer hier. So, wo bist du, Ribéry? Da ist er noch nicht. Machen wir nochmal Y dazu. Da ist er, der Franck. Und Steven gibt es auch. Hat er was mit dem Franck zu tun? Keine Ahnung. Ich kenne ihn nicht.
So, Franck Ribéry, dann zeig mal her, was du zu bieten hast. Also, Leistungsdaten der aktuellen Spielzeit. 43 Spiele. Na gut, okay. Sorry, dann nehme ich das zurück, weil das sieht eigentlich doch gar nicht mal so schlecht aus. Ja, doch. 43 Spiele, 17 Tore, also jetzt in allen Wettbewerben zusammen. 43 Spiele, 17 Tore und 20 Vorlagen, das heißt 37 Scorerpunkte in 43 Spielen. Das ist dann doch schon relativ ordentlich. Allein in der Bundesliga 22 Spiele und 22 Scorerpunkte. Sorry, das ist wahrscheinlich, weil er letzten Wochen nicht ganz so gut drauf ist, dass ich jetzt irgendwie so ein schlechtes Bild im Kopf habe. Aber anscheinend ging er auch diese Saison wieder ganz gut ab. Das ist sogar fast besser als letzte Saison, oder? Ich glaube, letzte Saison hatte er weniger Scorerpunkte als Spiele. Na gut, hat er jetzt ja auch, aber in der Bundesliga zum Beispiel hat er 22 Spiele, 22 Scorerpunkte. Und er hat in der Bundesliga vor allem auch nur 22 Spiele gemacht. Ja, gut, dann nehme ich das auf jeden Fall zurück. Also dann hat er vielleicht doch einen Platz verdient im Team of the Season Bundesliga, sorry. So, jetzt gucken wir hier nochmal, 189k, gucken wir mal hier, was der Tschech so kosten soll. 189.000, komm, push dich mal. So, 189, 184, 183, gehen wir hier nochmal ein bisschen runter. Anscheinend so 180k der Junge. Ist ja ein ganz hübscher Preis. Und jetzt vielleicht beim Bundesliga-Team of the Season. Ja, 183 ist sein Preis. 180 mit Bieten wahrscheinlich. Ja, wenn jetzt noch das Bundesliga-Team of the Season kommt, ne, könnt ihr schon so auf 160 nochmal gehen. Könnte gut sein. Ich denke mal, ich werde es so beobachten. Schauen wir uns das Ganze einfach mal an dann, wenn es soweit ist. Jetzt machen wir aber hier erstmal weiter. Nämlich im Shop, weil wir ziehen ihn jetzt einfach. Oder ich würde lieber einen anderen Spieler ziehen. Was ist denn hier los? Okay, vielleicht ist das jetzt ein verbuggtes Set und da sind jetzt einfach alle Team of the Season Spieler drin. Dann würde ich mir jetzt erstmal übel vorm Bildschirm einen runterholen. Nein, runterholen, das sagt man doch gar nicht. Runterholen, damit meine ich die Kastanien vom Baum, der neben meinem Balkon steht. Mache ich ganz gerne, wenn ich draußen am Rauchen bin auf dem Balkon, ziehe ich mir ab und an mal eine Kastanie und eine Mango vom Baum runter. Aber das war's dann auch. So, Boateng und Araujo und Scheiße. Wo ist der letzte? Ach, da, Bent ist ja da. Ich wollte gerade fragen, wo der letzte glänzende Spieler ist. Ja, war mal wieder richtig erfolgreich. Scheiße. Ein Stürmer, der besser passen als schießen kann, ist auch mal was. So, komm, pack rein. Und ja, der Rest ist wieder scheiße. Ich glaube, Boateng ging es für 650 oder so weg. Deswegen werde ich ihn diesmal direkt abstoßen. Oh Mann, also das läuft ja richtig kacke. Vom Rating her der beste Santi Cazorla. Aber ja, wir wissen ja, dass der nicht allzu viel bringt. Ich habe keine Ahnung, was er überhaupt bringt. Ob der überhaupt was bringt? Gucken wir mal ganz kurz. Cazorla. Komm, zeigen mir. Nicht in Form, sondern einfach nur Gold. Und der steht auf, ja super, 3700, da kannst du einen drauf runterholen. Oh, ja, jetzt gerade wo ich auf den Bildschirm gucke, ziehen wir tatsächlich eine Team of the Season Karte. Wer hätte das gedacht, das gibt's ja nicht. Ne, ich habe gerade hier geguckt, Cazorla 3700, dann kurz auf den Bildschirm geguckt, gesehen, okay, hier ist ein Glänzender, dann Lakic noch gesehen. Aber das ist natürlich relativ nice. Ja, Sterling, okay. Will ich mich aber jetzt nicht beschweren. Es ist nicht dieser Torhüter, den ich nicht haben wollte. Ja, alles klar. Mal erstmal in den Verein rein. So, Lakic, den werden wir nochmal verticken. Anbieten, 12 Stunden. Ja, jetzt regen sich die Leute wieder auf. Alter, du freust dich ja gar nicht. Wow, ich freue mich, Alter. Ich habe Sterling gezogen. Ich hole mir jetzt einen Runner. So, nee. Ich bin halt eher der Gechillte, keine Ahnung. Und deswegen chill ich da eher ein bisschen. Sterling, keine Ahnung, der kostet jetzt bestimmt auch nichts mehr. Ich sag jetzt die ganze Zeit, keine Ahnung. Gucken wir mal, Sterling. Raheem Sterling. Was kostet das, Schätzelein? Ja, bei Foothead werden mir nur Fragezeichen angezeigt. Dann gucken wir den vielleicht nochmal ganz kurz nach. Hier hat sich auch irgendwas verkauft. Nee, hat sich nichts verkauft. Stimmt, Ibra ist ausgelaufen. Ne, 950k. Jo. Per Bieten ausgelaufen. Nehmen wir den hier mit für 945. 5 Minuten noch. Ich bin mir noch unentschlossen. Gucken wir mal ganz kurz nach, was Sterling kostet. Er war ja mal auf einen ganz hübschen Preis, aber ich denke mal, der ist jetzt auch nochmal schön getroppt, der Junge. Raheem, da ist er.
Dann gucken wir mal, was der so kosten soll. Der hat ja auch ein paar Informs. Die müssen wir natürlich irgendwie mal rausfiltern. Machen wir mal so 71.000. So, und dann gucken wir mal. Hier sind welche. 140, 115, 112. Gut, dann machen wir hier auf jeden Fall schon mal 110 oder so rein. Ja, komm, wenigstens 100.000. Das muss er wenigstens mal bringen, der Kerl. Und hier mal 75. So, Raheem, was sagst du? Okay, da kommt keiner mehr. Also 110 soll der auf jeden Fall kosten. Ja, ist doch in Ordnung. Mal endlich wieder ein Spieler über 100k. Wenigstens etwas. Ich meine, im Endeffekt gehen wir wahrscheinlich eh wieder im Minus raus, wenn wir jetzt nicht noch einen Team of the Season Spieler ziehen. Aber es ging mir eigentlich nur darum, dass ich endlich mal so einen verkackten blauen Spieler ziehe. Und das haben wir jetzt gemacht. Das ist doch schon mal was. So, nächstes Päckchen hier. Komm, jetzt sind wir gerade im Flow drinne. Jetzt bringst du mir bitte mal den Herrn Suarez. Ich glaube, höchst bewerteter Spieler im Team of the Season. Und da ist, ja, leider Nainggolan und Zapata. Machen wir ein bisschen Serie A-Tour hier anscheinend. Und noch der Bucher oder sowas. Und ein Zonzi. Scotcho, Nacho, Natko oder so. Mario Fernandez, Ruben Mikael, Alex Teixeira, Wijnaldum. Teixeira da auch in Inform, oder? Ich glaube schon. De Sabato. Okay, den Rest schmeißen wir jetzt einfach mal weg hier. Ab damit. Wie viele Packs haben wir jetzt eigentlich noch? Ich weiß gar nicht. Drei? Ich glaube drei, oder? Schauen wir mal. Oh, zwei nur noch. Alter, echt? Dann ziehen wir noch einen 7,5er. Nur noch zwei? What the fuck? Naja, wir haben unseren blauen Spieler. Das ist ja schon mal das, was ich wollte. So, komm, 7,5er jetzt auch nochmal schöner blauer hinterher, oder? Ich denke mal, beim Bundesliga-Team of the Season werden wir auch nochmal was ziehen. Und beim Serie A wahrscheinlich auch nochmal. Und ja, dann ist wahrscheinlich erstmal um. Obwohl, wenn Zlatan drin ist, will ich eigentlich auch nochmal ziehen. Ah, müssen wir mal gucken. Bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Hier nochmal 1000 Münzen eingesackt. Irgendwann vielleicht mal, wenn er will. Na? Hast keinen Bock? Ist mein Controller leer? Nee. Hängt einfach alles wieder ein bisschen hier. Ah, jetzt geht's. Gut, Sanja bringt wahrscheinlich nichts mehr. Ich biete ihn einfach mal an. 12 Stunden, ab mit dir. Komm, hau ab. So, Verträge nochmal mitgenommen. Pushen. So, Verträge, Fitness, Training. Ja, komm, das nehmen wir einfach alles mal mit hier. Verein noch ein bisschen voll machen, damit ich dann natürlich nach dem Team of the Season schön viele Objekte zum Verkaufen habe. 6.000 sollten wir da bestimmt zusammen haben. Das wird ein Späßchen. So, den Rest hier nochmal weggeschmissen. Und dann geht's hier mal weiter mit den 25k-Päckchen. Haben wir nur noch zwei Stück. Aber naja, ist ja noch etwas. So, 25k, gib ihm. Und jetzt bitte noch was Blaues. Oder von mir aus auch im letzten. Kannst dir auch noch ein bisschen Zeit lassen, Foot. So, Promo, Team of the Season, Foot 14. Gib ihm was Schönes Blaues. Von mir aus auch Mertesacker. Na, oder Muslera. Nation stimmt ja. Aber auch leider nur die Nation. So, Grenier und Amero noch. Midroklu, Agassa, Klassi, Britos, Mounier, Antunes, Bedimo und Colotto. Na komm hier, Bedimo, der bringt bestimmt noch was. Der alte Junge. Und den Rest schmeißen wir einfach mal weg hier, weil der Rest bringt gar nichts. Gehe ich jetzt einfach mal stark von aus, also alles weg. Und jetzt würde ich sagen, ziehen wir noch einen 7,5er und dann das letzte 25k-Päckchen. So, 7,5er mit dem David drauf. Gib ihm. Komm, David. Ich weiß, dass du es kannst. Ja. David ist heiß. David ist heiß. Und er bringt Suaso. Ja. Happy Birthday. Dresch noch dazu und Cabella. Spielerverträge. Was haben wir da hinten noch? Soul auswärts. Trikot. Und was noch? Atalanta. Bergamo auswärts. Okay, gucken wir uns auch nochmal an. Komm, pushen hier. Fitness auch noch. Und wie sieht's mit den Trikots aus? Komm, pack jetzt rein hier. Trikot, nee. Ja, das nehmen wir mal mit. Sieht eigentlich ganz witzig aus. So, dann schmeißen wir das auch nochmal weg. Und ja, jetzt werden wir uns erstmal das letzte 25k-Päckchen schnappen. Und werden da jetzt natürlich noch drei Team of the Season-Spieler drin haben. Also alle glänzenden Plätze mit Team of the Season-Spielern belegt. Und wahrscheinlich mit Touré, Kuhn und Suarez. Oder nee, mit Hazard, Kuhn und Suarez. Wir wollen ja den maximalen Münzenprofit machen. Oder auch Marek Hamsik.
Naja. Und Pogba noch. Und Mirayas. Ja, gut, ne? Ist jetzt nicht so Hammer. Aber wir haben einen Team of the Season Spieler gezogen. In 10 Packs. Aber leider Gottes dann doch im Minus. Hätten wir uns sozusagen auch kaufen können. Aber naja, ist ja okay. So, Mirayas, Pogba. Na, Pogba, ich weiß nicht, ob der noch was bringt, aber ich glaube mal eher nicht. Können wir nochmal listen. Bruma bringt auf keinen Fall was. Haben sie genauso wenig. Hildebrand, der Borges. Nee. Die bringen alle nichts. Capoe. Ja, vielleicht Mirayas noch. Den können wir nochmal listen, aber ich glaube auch der nicht. Weil ich denke, der wird aktuell auch relativ häufig gezogen werden. So, alles hier nochmal weg. Ja, und dann ziehen wir nochmal so 3 Packs oder 4 Packs von den 7 Halbern. Und dann sind wir erstmal raus fürs Premier League Team of the Season. Wir haben wenigstens einen gezogen. Das ist ja immerhin etwas. Also das war ja so mein Ziel. Und das hat wenigstens geklappt. Und noch nicht mal den billigsten. Das ist ja auch mal was. So, jetzt nochmal Moya oder sowas in die Richtung. Gut, will ich nicht haben. Kombarov, Sommer, Moya, ja. Komm hier, push dich. Spielerverträge, Fitness. Teamfitness kann man immer gebrauchen. Haben wir ja 130 Stück oder so. So, komm. Und dann, na, den Rest nochmal weg. Ab mit dir. Und dann würde ich sagen, ja, ziehen wir nochmal so 3 Stück jetzt. Und dann sind wir hier auch durch. War jetzt so semi-erfolgreich. Na gut, prinzipiell war es erfolgreich. Das Ziel war ja echt nur eine blaue Karte. Die blaue Karte kam, also alles tutti. Wenn jetzt auch noch Coin Plus wäre, dann wäre das natürlich noch schöner. Aber man muss es ja echt nicht auf die Spitze treiben, Massive. So, hier nochmal ein paar Verträge und 2000 Münzen. Carrillo, Kruse, wer noch? Rakitski und der Sommer schon wieder. Oh, und noch ein Gratis-Pack. Immerhin etwas. Komm, Spieler-Fitness, push dich. Fitness, push dich. Hopp, hopp. Na, Junge. Mach mich jetzt nicht traurig. Was kostet eigentlich der Sturridge? Vielleicht können wir den gleich mal mit Raheem Sterling zusammenspielen. So richtig Pace-Nuben. Hätte ich richtig Bock drauf. So, Sturridge. Was kostest du, Junge? Mal gucken, ob bei dem der Preis angezeigt wird. Ey, gehen wir hier wieder zurück auf neue Objekte. So, machen wir hier 2000 Münzen aktivieren. 300.000 kostet Sturridge anscheinend gerade. Boah, solider Preis, muss man sagen. Aber sieht halt auch schon relativ OP aus, der Junge. Hm, müssen wir mal gucken. Könnte ich mir schon was vorstellen. Weil natürlich auch der perfekte Link anliegt. Das heißt, da könnte man natürlich auch was Hybridiges machen. So, ziehen wir erstmal hier das Gratis-Pack noch. Komm, im Gratis-Pack ein Team of the Season-Spieler wäre schon nice. Vor allem, wenn Falcao drauf ist, dann muss da natürlich einer drinne sein. Und, was bringst du, Junge? Es ist nicht blau. Es ist noch nicht mal glänzend. Es ist nichts. Aber das Trikot ist ganz nice. Boah, es geht. Aber wir nehmen es auf jeden Fall mal mit hier. Dann noch Verträge und dann ziehen wir jetzt noch, ja, ich glaube, 2 Packs ziehen wir noch. Silberpacks bringen, glaube ich, nichts, weil aktuell gar nichts Silbernes drin ist. Also was jetzt interessant wäre. Natürlich noch die Team of the Week Spieler, aber ich glaube, da ist jetzt auch nichts so Hammermäßiges dabei. Komm, push dich. Ich denke mal, heute Mittag kommt auch Götze in Form. Gehe ich jetzt mal von aus. Ich glaube, 2 Tore gemacht, 1 Vorlage. Deswegen glaube ich mal schon, dass er seinen Inform bekommen wird. Schauen wir mal. Mir wurde gleich geschrieben an dem Tag, wo er seine 2 Buden gemacht hat, dass ich den doch sofort testen muss. Nee, ehrlich gesagt bin ich jetzt vorerst nicht so geil auf ihn, aber wir werden ihn bestimmt auch nochmal testen. Keine Angst, das wird schon. So, hier nochmal mit dem Falco vorne drauf. Fettcom. Fettcom, was ist das eigentlich für ein Sponsor? Ist bestimmt irgendwie so ein, hier, Dings, Mobilfunkanbieter, oder? Hört sich auf jeden Fall so an. So, hier nochmal Fernando gezogen und McKen. Hä? Ist der nicht? Nee, scheiße, der sieht genauso aus, aber ich dachte, das wäre dieser. Ach, oder ist der das nicht sogar? Stopp mal. McKen. Mal kurz hier eingeben. McCarthy. McKen. McKen. Nee, ist er nicht. Okay, ich habe den mit wem verwechselt. Ich glaube, Huge oder sowas meinte ich. Der sieht nämlich aus wie dieser Kerl und der hatte nämlich ein Team of the Season. Ich glaube, ein 74er oder sowas. Aber die sind ja eh nicht mehr in den Packs drin, also ist eh Latte. So, nehmen wir hier nochmal ein paar Verträge mit. Ein bisschen Heilung, ein bisschen Training. Vielleicht können wir diese Trainingskarten endlich mal anwenden.
vielleicht immer auf Ibra drauf, dann schön hier mit irgendwie 90 Pace und 99 Schuss und sowas. Ist immer relativ nice. Auch wenn ich der Meinung bin, dass man nicht so sonderlich viel merkt. Aber naja, irgendwas bringt's bestimmt. So, das hier nochmal abgestoßen und dann ja, ein oder zwei Packs noch. Das werden wir gleich sehen. Ich glaube noch zwei. Und dann sind wir durch für dieses Pack-Opening. Ich meine, ein bisschen was investiert und wenigstens so circa die Hälfte wiederbekommen. Naja, nicht ganz, aber es hätte auch so sein können, dass ich einfach gar nichts ziehe, wie es meistens ist. Und ja, dann hätte ich gar nichts wiederbekommen. So, jetzt nochmal Fabio gezogen. Linksverteidiger. Der Fabio, der ist jetzt bestimmt total stolz auf sich, weil er jetzt glänzt und sein Bruder nicht mehr glänzt. Da ist der Raphael bestimmt traurig. Naja, so ist das halt im Leben. Manchmal sind die Jüngeren die Besseren. Naja, aber Raphael spielt ja beim... Aber Raphael spielt gar keinen Stamm mehr, ne? Ich glaube, der ist jetzt ziemlich fucked. Naja, so ist das Leben. So, machen wir hier weiter. Spielerfitness, Heilung, was haben wir noch? Modifikator-mäßiges, wenn das hier irgendwann mal weitergeht. Hier nochmal alle Verletzungen. Modifikator sagt was? Stürmer, Mittelstürmer, ja, können wir immer mal gebrauchen. Rest wieder weg und dann ziehen wir jetzt noch das letzte Pack und dann sind wir durch. Und da ziehen wir jetzt noch ein Team of the Season Spieler. Komm, push dich, Alter. Push dich noch einmal. Nee, ich will den nicht drauf haben. Ich will wen anders haben. Den auch nicht. Den auch nicht mehr. Alaba, es tut mir leid. Du hast mir so viel Pech gebracht. Ich habe keinen Bock mehr auf dich. Messi auch nicht. Alaba, nein. Messi, nein. Nein, Mann, Alter. Ich weiß, er mag mich, aber ich habe keinen Bock mehr auf ihn. Ach komm, dann nehmen wir jetzt doch den hier. Der bringt's jetzt. So. Und jetzt kommt's. Und zwar blau-glänzend Kuhn. Kuhn wird jetzt kommen. Auf den hätte ich jetzt auch mal Bock. Komm jetzt mal bitte. Na, oder schon wieder Fernando. Ist fast das gleiche. Aber wenigstens zwei Chemistry-Styles, die ich öfter mal verwende. Deadeye, na gut, Hawk verwende ich jetzt nicht so häufig, aber Deadeye auf jeden Fall. Okay, ich würde mal sagen, das wäre das Team-Opening. Das Pack-Opening gewesen. Es war wenigstens ein blauer Spieler dabei. Sogar ein etwas teurerer. Das heißt, zum Beispiel so ein, wie heißt er hier? Coleman oder dieser Keeper. Ich denke mal, die wären günstiger gewesen. Und ich glaube, auch Mertesacker wird günstiger sein. Und deswegen will ich mich mal nicht beschweren. Hätte ich den allerbilligsten gezogen, hätte ich mich vielleicht ein bisschen aufgeregt. Aber Sterling ist ja schon in Ordnung. So, gucken wir uns den Jungen nochmal an. Ach scheiße, jetzt habe ich Ibra verpeilt, aber naja, ist jetzt auch Latte. So, dann gucken wir uns den Süßen nochmal an hier. So, als Fazit vom Ganzen. Und da hätten wir ihn irgendwann mal da. So, Erstbesitzer, Raheem Sterling, gut ist die Sache. Sieht eigentlich relativ nice aus, müssen wir eigentlich auch mal spielen, den Junge. Müssen wir mal gucken. Ja, da ist er. Das wäre es gewesen. Gucken wir vielleicht nochmal, wie sieht das auf der Transferliste aus? Die laufen immer noch hier, die ganzen scheiß Team of the Season Spieler und so. Glaube ich. Na komm, push dich mal hier. Hopp. Hopp. FIFA. Danke. So, Thiago Costa endlich weg hier. So, die laufen noch wie lange? 2 Minuten. Okay, sehr schön. Dann kann ich die gleich mal endlich wieder drauf machen. Alle. Ja, 15 Minuten, okay. Und ganz hinten, die laufen noch wie lange? 24 Minuten, okay. Und die anderen, die laufen alle heute Abend aus, glaube ich. Ja. Alles klar. Gut, ich würde mal sagen, wir sind hier durch. Gucken wir nochmal kurz Kandidatenliste. Gucken wir vielleicht nochmal ganz kurz zusammen Ibra. So, der hier ist ohne Gebot ausgelaufen. Okay, geile Sache. Ich glaube, ich werde noch ein bisschen warten bei Ibra. Ich glaube, da ist echt noch ein bisschen mehr zu holen. Vielleicht sogar 900.000. Also 900.000 wäre natürlich schon ziemlich nice, weil er 100 pro wieder auf eine Mille geht. So, ach, was mache ich denn hier im Mindest-Sofortkaufpreisfilter hoch? Keine Ahnung, bin ein bisschen verpeilt hier. Erst nochmal ganz kurz nach dem Sofortkaufpreis gucken, würde mich jetzt einfach nochmal interessieren. Und ja, ich würde mal sagen, nächstes Video kommt dann nochmal ein Gameplay, weil ja, im ersten Video des heutigen Tages ging das ja nicht ganz so tutti, deswegen machen wir dann lieber nochmal was Neues. So, gucken wir einfach hier mal. Das letzte Mal war es 965, glaube ich. Gucken wir nochmal nach. Sofortkaufmäßig sieht das aus nach... Ja, er hat einen, glaube ich, direkt... Nee, das ist ein anderer. 56 und 45.
Alter. Er ist natürlich am Droppen. Meine Güte, es ist echt so schwer. Ich glaube, ich warte trotzdem nochmal. Ich glaube, morgen früh ist ein geiler Zeitpunkt. Ich sehe es schon kommen, morgen früh ist er auf 1 Million. Aber, ja, dann scheiße ich drauf. Ich spekuliere jetzt einfach auf die 900k und dafür nehme ich dann mit. Naja, gucken wir mal. So, das wäre es jetzt aber echt gewesen. Wir haben alle 25k-Packs aufgemacht. Noch ein paar 7,5er. Ein Team of the Season-Spieler ist dabei sogar bei rumgekommen. Und ja, deswegen würde ich mal sagen, das wäre es gewesen. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Und kommt mal im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Macht's gut, ciao.